relativ lauter Ton. Artifex Mundi. Präsentiert. Einen Schädel. Eine Ratte. Und eine laufende Frau. Eine wütende Krähe. Und damit auch auf YouTube herzlich willkommen zu Enigmatis, die Nebel von Ravenwood in der Sammleredition. Wir haben den ersten Teil von Enigmatis im Stream gespielt. Wir befinden uns auch jetzt gerade im Stream und spielen jetzt die Fortsetzung Enigmatis 2. Und ich werde zunächst einmal in die Optionen gehen und die Musik runterdrehen, weil die doch sehr laut ist. Die Sounds lasse ich erstmal noch so. So, okay. Und das lassen wir so. So. Wir sind immer noch ein Detektiv. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem bösen Prediger, glaube ich mal. Und wir gehen jetzt in den nächsten Fall. Wir haben gerade schon gesehen, es scheint jetzt nicht mehr um Maple Creek zu gehen. Und wir sind sehr gespannt, was jetzt passiert. Ich kenne das Spiel schon, aber ich habe es wirklich seit 6, 7 Jahren nicht mehr gespielt. Von daher habe ich so gut wie alles vergessen, was drin vorkommt und freue mich jetzt sehr darauf. Ich erinnere mich nur, für ein Wimmelbildspiel war dieses wirklich ein sehr gutes Wimmelbildspiel und darauf freue ich mich sehr. Und da gehen wir jetzt rein. Wir gehen erst in die Nebel von Ravenwood. Wir spielen auf leicht und gehen rein. It's been 2 years since the events of Maple Creek. And I'm still on the hunt for the evil preacher. So far, the murderer stayed one step ahead, but I have a lead. There are rumors of people disappearing mysteriously on the West Coast. The situation sounds familiar, but could it just be a coincidence? What was that? Whoa! What on earth happened here? Was ist passiert? Ich weiß There's es nicht. No evidence of a car crash, but that camper trailer is clearly damaged. What? How? I've never seen marks quite like that. Wir brauchen keine Erklärung. Jawohl, wir sind also der Detektiv. Wir sind 2 Jahre nach Maple Creek. Ich war in der Hoffnung, den bösen Prediger zu finden, Richtung Westküste unterwegs, als ich einem nebelähnlichen Phänomen ausweichen musste. Oder vielleicht auch nur meiner wilden Fantasie. Kurz darauf stieß ich auf Ravenwood Park und ein verlassenes Wohnmobil. Es ist übel zugerichtet, doch ich bezweifle, dass das ein Unfall war. Wir sind also hier. Das ganze Spiel 2 Jahre nach Maple Creek. Das heißt, das Ende des letzten Spiels ist 2 Jahre her. Und wir sind jetzt auf der Suche nach dem Prediger. Und sind hier gelandet und schauen uns hier jetzt mal um. Eine Fackel. Ich brauche einen Schlüssel für den Verbandskasten. Okay. Die Wohnmobiltür ist verschlossen. Wen wundert's? Ein Kinderrucksack am Eingang des Parks. Ravenwood Park. Mammutbaumschnitzerei, Freilichtmuseum. Interessant. Huch. Ein Körnchen Wahrheit. Illusionsobjekte. Okay. Becky, mein kleiner Schmetterling. Okay. California-Führerschein. Rachel Simmons. Das Wohnmobil muss ihr gehören. Oder sie hat einfach nur ihren Führerschein verloren. Man weiß es nicht. Huch, die haben sich auch bewegt. Bekomme eine Gänsehaut. Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Wir haben wieder die Beweise. Okay, wir können sie aber noch nicht zuordnen, ne? Nee, okay, wir können sie anzoomen.
Okay, vielleicht das Mädchen, das ist nicht die nächste Verschwundene. Wir werden sehen. Wohnmobilschlüssel. Gehen wir mal rein. In das Wohnmobil. Wir brechen einfach mal ins fremde Wohnmobil ein. Und das ist der See von Maple Creek. Den kennen wir noch. Wir sind gestern noch, also vor 2 Jahren sind wir dort gewesen. Die Eltern vergöttern ihre Tochter. Naja, vergöttern. Da ist uns was hintergefallen. Ich komme mit der Hand nicht heran. Okay, ich raste die doch nicht ein. Da ist ein Kind. Oh mein Gott, ein Kind. Mom, you're not my mom. Ich bin nicht Mutti. Where is she? It's okay, sweetheart. I won't hurt you. Ich bin nicht Mutti. Let's get you out of there. Come on. You don't have to be afraid anymore. I'm here to help. Can you tell me what happened? My mom. She's gone. I'm scared. Is your name Becky? Becky, you're safe with me Mutti now. Ist weg. Take a deep breath and und try to tell me again. Alles. Where's my mom? I want to talk to my mom. She's too shook up to talk to me. I need to calm her and win her trust somehow. Aber wie? My mom. She's gone. I'm scared. Also immerhin lebt das Kind noch, aber die Mutter ist weg. Die Mutter ist gegangen. Was haben wir da? Ein schönes Bild. Eine Angel. Schmetterlinge. Kann ich mit der Angel den Schlüssel angeln? Ah! Wir angeln den Schlüssel. Kann ich nur eine Scherbe mitnehmen? Nein. Kann ich My mom, she's gone. Sie sagt immer, ist gone. What was that? I saw it earlier on the drive-in. Ich weiß es nicht. Vielleicht war das eine Zwiebelwolke. Ah, neue Wimmelbits. Hier muss man nicht nur suchen, hier muss man auch noch andere Sachen machen. Ich muss die Pfote annehmen, Pullover anziehen. Ja, ich muss auch noch einen Teddybären machen. So ist es richtig. Ein Dachs. Ein Schraubenzieher. Kann ich da den Schlüssel reinmachen? Okay, das geht. Ich habe eine Schraube locker. Kann ich das festschrauben? Nein. Das kann ich aufschrauben. Da fehlt eine Batterie. Okay, die habe ich nicht. Aber jetzt habe ich eine Schraube für die Maus. Schrauben wir zu. Die Schraube ist nicht mehr locker. Kann ich den weglocken? Kriege ich eine Batterie und einen Schlüssel. Diese Wimmelbild-Szenen mag ich irgendwie. Auch wenn sie eher weniger Wimmelbild haben. So, ich brauche den Föhn. Ich muss den Strauch wegschneiden. Ist nass. Machen wir trocken. Wie schön flauschig der ist. Okay. Nadel und Faden. Und nähen. So, nimm mal deinen Teddybären. Teddy! She was a present from my mom. Von Mutti. Mutti ist nicht mehr da. Muss sie verarzten. That should only sting a little. Now let's put a bandage on that scratch and make it all better. Okay. My mom and dad are gone. A monster took them. Can you find them? Please? Ein Monster? A monster? Oh, sweetheart. There's no such thing as monsters. Was kommt jetzt?
Was? Das ist ganz normal. Das ist kein Monster. Kein Monster. Kein Monster, nein. Sind wir jetzt tot? Spielen wir jetzt als das kleine Mädchen weiter? It's all gone. The camper, my truck, Becky. Where are they? And all the other stuff too. What is going on here? Please tell me I'm hallucinating. Sah das eben nicht noch ganz anders aus? I really hope the sunlight was playing tricks on my eyes. Was war das denn jetzt? Bist du verrückt? Hier waren eben gar keine Tiere. Jetzt sind alles voller Tiere. Was ist denn passiert? The alarm clock from the camper. Wait. Only 20 minutes have passed? Then why is it so bright all of a sudden? Nach 20 Minuten ist es hell geworden. Das ist ganz normal. Das passiert immer, wenn man zu lange geschlafen hat. Die Statuen sahen anders aus, ja. Wir gehen mal rein. Da steht jemand. Welcome to Ravenwood Park, ma'am. I'm Gerald Whitmarsh, the owner. Der Besitzer. A missing family. A stolen camper. A monstrous creature. Outside my park. Nein, okay, okay, please, calm down, ma'am. I'll be happy to help you. Though I'm sorry to say we didn't see anything. We only opened a few minutes ago. Seems I left my cell phone in my mansion on the other side of the valley. I'll go call for help. In the meantime, why don't you relax and tour the park a bit? Take a ride on the Redwood Gondola, free of charge. You can get a ticket here at the shop. Oh, and we just had new maps printed. Here, take one. They look great. Erstmal ein Verkaufsgespräch. In any case, you can find me in my residence on the other side of the valley. Macht er erstmal ein Verkaufsgespräch draus. Oh, schöner Park. Hause, obere Station, anwesend, Riesenbaum. Okay, wir sind beim Eingang und bei der Straße. Und jetzt geht er erstmal. I'm off to go call for help in just a moment. Ja, dann geh doch. I'm off to go call for help in just a moment. Hol Hilfe. Geh Hilfe holen, wir brauchen Hilfe. Der Mammutbaum ist der Höhepunkt, okay. Ich habe auch Mammutbäume gesehen in London letztens. Die sind wirklich groß. Schnitzerei unter dem Moos. Okay, sehe ich nicht. Waschbären, okay, versteckt euch. Kann ich ein Ticket kaufen? Dreizack-Titan, okay. Ich habe einen Schmetterling gefangen. Seilbahnfahrt. Seilbahn. Sind hier auch Schmetterlinge? Muss ich überall Schmetterlinge fangen? Da oben sind auch Schmetterlinge. Muss ich Schmetterlinge fangen? Hier sind keine Schmetterlinge. Welcome to the park, ma'am. Hallo. I overheard you speaking to Mr. Whitmarsh. Ja. What a frightening story. I'm sorry to say, I didn't witness a thing. Warum hast du nichts gesehen? Here's that Redwood Gondola ticket. You might as well enjoy the view. It'll be some time before help arrives. Okay. Should you need anything at all, don't hesitate to ask the park staff. Machen wir. Ich frag euch alle. Please enjoy your stay at the park while you wait for help to arrive. Ich möchte ehrlich gesagt gar nicht. Please enjoy your stay at the park while you wait for help. Something's wrong here. Everyone's too friendly and cheerful. I should have a look around. Nein, du kannst sie jetzt nicht verurteilen dafür, dass die gut gelaunt sind. Sind halt nicht alle so pessimistisch. Da hat sich wieder was verändert gerade. Ich hab's genau gesehen.
Was war das? Ein Presslufthammer? Hat es eine Bedeutung? Der Schmetterlingsanhänger. The butterfly pendant. Becky was wearing it around her neck. My mom. She's gone. Und jetzt ist es weg. I'm scared. What's it doing under the snack bar door? Is Becky in there? But they all claimed not to have seen a thing. Weil das auch bestimmt stimmt, dass sie nichts gesehen haben. Wegen Renovierung geschlossen. Gibt kein Frühstück. Nein, es ist ja auch schon spät. Es ist nicht die Zeit zum Frühstücken. Ich könnte einbrechen. Okay, ich breche nicht ein. Hier fehlt was im Auge. Er geht da hoch. Good morning, ma'am. When the museum opens in a few minutes, you can go up and ride the gondola. Kann ich nicht jetzt schon damit los? Haben Sie einen Schmetterling gesehen? Good morning, ma'am. When the museum opens in a few minutes, you can go up and ride the gondola. Ja, aber haben Sie nicht einen Schmetterling gesehen? Oder so ein Objekt? Ich brauche auch Sammelobjekte hier. Nicht, dass ich die alle übersehe. Er fährt da rüber, oder? Ach, da oben fährt er rüber. Ist aber gut animiert, muss man sagen. Good morning, ma'am. Das hast du mir schon erzählt. When the museum opens in a few minutes, you can go up and ride the gondola. Was mache ich mit dem Glasschneider? Ich breche jetzt nicht gleich in die Bar ein, oder? Ich weiß ja nicht, ob das die beste Idee ist. Erstmal einbrechen. Wir holen uns unser Frühstück eben selbst. Strange. Selbst ist die Frau. How come it was locked from the inside if there's no other exit? Or is there? Vielleicht gibt's einen anderen Ausgang. Keine Sehne. Hier, die Kette rein da. Okay, geht nicht. Eine Kellertür. Eine Aussparung! Ich will keine Aussparung. Das ging aber schnell. Was muss ich tun? Ach, ich muss das drehen. Ah, okay. Easy. Okay, wie drehe ich das? Ah, okay. Das haben wir ja wohl schnell gelöst. Wir gehen in den Keller. Das war doch der Opi. Hat der Opi uns jetzt in den Keller geschubst? So eine Frechheit. Oh, who was that? Warum würde er das tun? At least I'm not hurt. Ja, aber warum würde der Opi mich jetzt in den Keller schicken? Moment. So, wir sind also im Keller jetzt. Wir sind im Keller. Ich habe gerade, ups, kurz was beantwortet. Ich wollte mich nicht ablenken lassen, aber hilft nichts. So. Eine Eidechse. Ich sehe nichts. Kann ich hier das Ding? Ich habe doch diese Fackel. Kann ich die nicht reinschmeißen? Ja, easy. What is this place? Sieht gar nicht... Ist das nicht Asmodai? Ist das nicht hier dieser Dämon Asmodai? The pulley is damaged and won't lock into place. I'll have to find a way to lock it while the door is open. Ja, aber wie? Ist hier ein Schmetterling?
Die kriege ich nicht durch. Die nehme ich. Machen wir. Kerosin. Machen wir da rein. Kann ich sie anzünden? Kann ich das da reinhalten? Nein. Feuerzeug nehmen wir mit. Shh, don't shout. I need your help. And if you're down here, then you're in need of mine. We can't trust anyone out there. This place is not what it seems. Der sieht fast genauso aus wie is der Prediger. Anything you'd like to ask me? Der sieht aus wie der Prediger. Who are you? Why are you locked up down here? Oder sehr ähnlich. I came here to settle an old score. My friend came out on top. For the time being. You're here to find some missing people, aren't you? Woher weißt du das? But like me, you found yourself in trouble instead. Ich hab immer Probleme. I will help you get out of here. In Maple Creek and assist you Probleme. In your investigation. But in return, I need you to release me. Trust me, we share the same foe. Das weißt du doch gar nicht. Ich brauche Hilfe. An enemy of an enemy is a friend. With a common foe, we're friends, then, aren't we? Weiß ich nicht, ob wir Freunde sind. How can we help each other? Ja, genau. I know a bit about our enemy and this place. I will give you clues and tell you his story. Du wirst mir seine Geschichte erzählen. I'll also give you a few small artifacts I managed to steal from him and keep hidden in my cell. In return, you'll release me. As you can see, my cell has quite a complex lock. The relief is the key. If I know my enemy, its pieces are scattered around the park, in the tunnels, trees, everywhere. Should you manage that, my assistance will turn from words to actions. Okay, er ist also eingesperrt. Er wird uns Infos geben und eine Geschichte erzählen. Is there anything you'd like to ask me? Und im Gegenzug sollen wir ihn rauslassen. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich unser Freund ist. Ich habe ein komisches Gefühl bei dem Typen. Der erinnert mich vom Aussehen her an den Prediger, aber wahrscheinlich wird es nicht so einfach sein, dass er da ist. Pin your evidence on this board. I can help you in your investigation. I can see the whole board from here. Just clear the remaining stuff off it. Da sind nur Augen. Okay, ich mache wieder mein evidence board. Perfect. What exactly are you investigating? I have evidence that a few people disappeared this morning at the park gate. Oh, wir malen under wieder. Highly unusual circumstances. It comes as no surprise to me. I'll help you find them. Start off by identifying our missing persons. Die sind weg. Die Familie ist weg. Ach, da haben wir das jetzt wieder. The whole family is gone. The mother's purse was left next to the park gate, together with die her wallet, ja, car keys, documents, and a picture of her daughter. The very girl I found. My mom and dad are gone! Ja, aber jetzt ist das Mädchen auch weg. And then lost, moments later. Such a happy family. Indeed. I can't leave now. I have to find them. But first, we need to establish what happened to them after they were taken. Weiß ja gar nicht, ob and die who's echt behind ist. Their disappearance. But I can't do my part until I get out of this dungeon. Obviously. I think I can help you. Come here to the cell door. Ich komme. Ich bin auf dem Weg. Your way in is your way out. The trap door. Among my few possessions, I have one of the two keys. To find the second, you'll have to search the maze of tunnels beyond the metal door. Decipher the rune symbols above the door. They will lead you through the maze. Good luck. Decipher the rune symbols above the door. They will lead you through the maze. Ich
muss die Symbole also finden, um den zweiten Schlüssel. Er hat einen Schlüssel. Wo hat er den Schlüssel denn her? Hat er den geklaut? Frechheit. Der Typ ist komisch. Sehr skurriler Mensch. Nur die Anhänger des Meisters. Das ist doch dieser Asmodai, oder nicht? Bin ich jetzt bescheuert? Ist das nicht dieser Asmodai? Bin mir ziemlich sicher, dass das der ist, den wir in Maple Creek da zerstört haben. So, und hier? Halt, ich will das da reinmachen. Jetzt können wir rein. Geht das schon auf? Wir gehen rein. The maze the prisoner spoke of. I should follow the runes in the code he gave me. Was ist das? Da wurde jemand lebendig begraben. Schön. Hauptsache, dem geht's gut. Wo gehen wir lang? Da, wo das X ist, oder? Das ist auch nicht das X. Wo ist denn das X? Ach, das U. Was für ein Jumpscare. Wo ist das X? Da ist das X. Und das B. It seems I've reached some kind of chamber. Was ist das für eine Kammer? Oh, ich muss suchen. Teile suchen. Was mache ich jetzt? Okay. Leon Yu, vielen Dank für ein Follow. Danke für ein Follow. Bist im Chat? Kannst auch gerne was in den Chat schreiben. Wir sind hier heute auf sehr komplexer Mission in diesem Spiel. Und nachher geht's noch weiter in die Backrooms. Circa 19 Uhr. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du dich hier ins Stream verehrt hast. Wie geht's dir? Guten Montag gehabt? Wir sind hier in sehr komplexer Mission heute. Und danke nochmal für ein Follow, ne? So. Mir geht's auch sehr gut. Heute war ein sehr guter Montag. Sehr entspannt, alles gut. Und jetzt gerade ein bisschen abschalten hier ist auch ganz nett. Huch, das ist so ein Teil für die Tür. Ich vertraue dem Typen nicht. Wie hast du mich gefunden? Einfach so wegen dem Spiel oder wie bist du hierher gekommen? Ich habe keine Symbole. Warum immer die gleichen Symbole? So. Wie gesagt, um 19 Uhr gehen wir in die Backrooms. Oh, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir im geheimen Weinkeller. Hier gibt es ein Glas Wein für alle. Gerade auch für den Chat gibt es immer ein Glas Wein. Ach so. Du bist also schon bereit für die Backrooms. Ja, circa 19 Uhr. Der schreibt mich nachher an, wenn er soweit ist. Dann gehen wir rein. Da sind ein paar mehr Tote. Ja, gut. Das ist ja die Leberwurst fürs Frühstück. Muss ja auch jemand machen. Das hat sie sehr schön abgezeichnet. Ja. Oh, die hat auch noch was in der Hand. Jetzt auch noch beklauen. Ja, es ist halt ein Wimmelbildspiel, ne? Muss man sagen. Es ist halt ein Wimmelbildspiel. Es ist halt ein Wimmelbildspiel, aber ansonsten geht's. Ja, genau. So in etwa.
Also wir haben im Stream schon... What on earth was that? Wir haben im Stream schon den ersten Teil gespielt, bis gestern. Und da ist halt... Wir waren halt in einem anderen Ort und da sind ganz viele Leute verschwunden. So ein typischer Vermisstenfall. Und wir haben am Ende herausgefunden, dass ein Prediger der Böse ist. Der hat dann die ganzen Leute da umgebracht über Jahrzehnte. Und am Ende des ersten Teils ist der aber abgehauen. Und jetzt sind wir hier gelandet. Auf der Suche, es spielt 2 Jahre nach dem ersten Teil. Und wir sollen jetzt halt herausfinden, wo der Typ ist. Und haben aber eigentlich jetzt einen ganz neuen vermissten Fall gerade. Weil hier ist so ein komischer Rabe und da sind, ist eine Familie verschwunden. Und da sind wir jetzt gerade dran, das irgendwie rauszufinden. Thank you, Detective. As promised, I will tell you the story of your foe. Beware, though, for it reaches far into the past, beyond belief and imagination. Dann erzähl mir das jetzt mal. Erzähl mir mal, was los ist. In the beginning, there were 12 Reapers, ancient spirits of the cruelest and foulest ilk. Through their dark rituals, they would spread evil, despair, and death. Their atrocious deeds were not aimless, though. Oh, ist das laut? They summoned and served their High Lord. Ich muss das mal leiser machen. The strongest and most powerful being in the pits of hell, who wreaked havoc through the world, bringing terror and destruction. Asmodai. Each time you bring another relief piece, I will tell you more. And... By the way, here's another artifact. I hope you'll find it handy. Ich dachte, der ist eingesperrt. Der hat einen ganzen Gemischwarenladen. Ich muss einmal kurz in die Option. Das ist sehr, sehr laut. Ich muss das nochmal. Es ist schon fast ganz leise, aber es ist immer noch zu laut. Ich mach mal so. So, okay. Ich hoffe, dass es geht so weiter. You mentioned the name Asmodai in the story you started telling me. Asmodai kennen wir. Did you say Archdemon? Who is it? How come you know all this? Perennial alles klar, Sophia, bis später. Detective. I'm an old man. According to ancient beliefs, Asmodai is the king of demons. A fearsome and most powerful being. The essence of evil. The wielder of corruption. But it's just mythology. Demons don't exist in this world. And monsters like the one you saw don't either? There may be more truth in the old legends and beliefs than you think. Asmodai. Soon you will learn how deep the bond between him and our enemy is. Vor allen Dingen Asmodai hatten wir in Maple Creek schon. Guten Appetit übrigens beim Essen. Ich muss auch mal ganz kurz in die Pause gehen, Chat. Ich schalte aber nicht weg. Ich muss einmal kurz wohin. Ich bin gleich wieder da, ja? Bis gleich.